schon. Da ist doch ein gewisser Unterschied zwischen über etwas reden oder es wirklich machen. Genau. Männer wie du sollten sich auf der Universität nicht hinter ihren Büchern verstecken. Sie sollten mithelfen, ein besseres Land aufzubauen für unsere Kinder. Komm, bitte, bitte. Also gut, aber nur kurz. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, der Partei beizutreten. Aber irgendwie sehe ich mich nicht durch die Straßen marschieren und irgendwelche Fahnen schwenken. Nein. Was ich meine ist, ich... Sie haben recht. Ein Mann mit Ihrer Begabung passt nicht zum Fußvolk. Sturmbannführer Drobisch, Bula hier. Ich will Ihnen jemand vorstellen. Wir kriegen nicht jeden Tag einen Anruf aus der Kanzlei des Führers. Ich arbeite dort nicht, verstehen Sie? Ich bin wirklich nur ein Wissenschaftler. Nur ein Wissenschaftler? Sie spaßen. Sie haben beim 24. Regiment Brandenburg gedient. Ich war nicht direkt an der Front, verstehen Sie? Ich wurde erst 1918 einberufen. Ja, das letzte große Aufgebot. Großartige Zeiten. Ich hoffe, Sie haben Hunger. Nein. Ja, doch. Nun, der Kaiser hatte sein Elite-Regiment, die Kaiserliche Garde. Wir haben jetzt die Schutzstaffel. Die Leibgarde des Führers. Eigentlich ist es mehr als das. Die fahren nicht herum, auf dem Trittbrett stehend mit einer Pistole in der Hand. Nein, nein. Nun, wir rekrutieren zurzeit für uns den besseren Typus Mensch. Spezialisten in ihrem Bereich, so wie Sie einer sind. Nun... Ich würde mich nicht als Spezialist bezeichnen, nein. Das mag ich an Ihnen, Halder. Kein Aufschneiden, kein Prahlen, nur Entschlossenheit und Bestimmtheit. Genau diese Art Mensch suchen wir. Na, mir schmeichelt Ihre hohe Meinung von mir, aber meine Sorge ist, dass ich mit meiner Arbeit an der Universität kaum etwas dazu Das Letzte, kann. Was wir wollen, ist, Sie von Ihrer wertvollen Arbeit abzuhalten, denn Sie formen den Geist der nächsten Generation. Nein, Ihre Position wäre ehrenamtlicher Art. Die größten Köpfe des Landes im Geiste mit uns verbunden. Helene, etwas sehr Außergewöhnliches ist passiert.